Hi Leute, das Samu hier und willkommen zu Woche 5 und dem 5. Späher der aktuellen Fahndung. Und zwar lassen Sie uns zurück in die Zivilisation gehen. Anna hat sich auf den Besuch der Constitution Hall gefreut. Aktivität 1, ups, wir scheinen in ihr Nest getreten zu sein. Zeit, das SWAT-Team loszuschicken, um die Kontrolle zurückgewinnen. Das ganz, ganz offensichtlich, wenn wir hier die Constitution Hall haben, hier ist es hier das ganze Gebiet. Hier gibt es einen Kontrollpunkt, das Nest, und den tackeln wir jetzt mal. So, schnappen wir uns noch hier die paar restlichen Gegner. Zack, damit dürfte der Kontrollpunkt zu Ende sein. Ja, Sperraktivität abgeschlossen. Das Nest wurde eingenommen. So, dann werfen wir mal einen Blick drauf, ne? Aktivität abgeschlossen, Kontrollpunkt, das Nest übernehmen. Aktivität 2, die nächste Aufgabe erfordert Präzision. Ohne ihre Stacheln können sie uns nicht verletzen. Fortschritt 0 von 25. Und hier müsst ihr Gegner die Schwachpunkte abschießen. Ihr wisst ja, alle Gegner haben hier Schwachpunkte, wie zum Beispiel hier die Taschen. Schießen wir mal drauf. Das war der erste. Ah, der hat auch eine Tasche. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die 25 erledigt sind. So, haben wir hier noch einen rumlaufen. Dann schießen wir noch auf die Tasche. Zack. Und damit haben wir die 25 Schwachpunkttreffer erledigt. Und dann schauen wir uns mal an, was wir machen müssen. So, Aktivität 2, feindliche Schwachpunkte in Constitution Hall zerstören. Wie gesagt, denkt auch hier unbedingt daran, dass ihr euch in Constitution Hall befinden müsst, damit es wirklich zählt. Aktivität 3, die Königin ist noch am Leben, vernichten Sie sie lieber, bevor sie ein neues Nest baut. Wir haben den Kontrollpunkt eben platt gemacht. Damit hier nichts Neues entsteht, machen wir hier in Constitution Hall ein Kopfgeld. Wählen wir uns einfach eins aus. Ja, Moment, schnelles. Das sieht doch gut aus. So, und dann sehen wir uns gleich. So, dann kümmern wir uns mal hier um die beiden. Was im Kopfgeld? Ah? So, und damit ist die dritte Sperraktivität der Woche 5 erledigt. Ein Kopfgeld in Constitution Hall. Oh, eine Schnitzeljagd. Das war's. Mehr hat Ender nicht zu sagen diese Woche. Ja, gut, dann schon mal weiter. So, wie gesagt, Aktivität 1, das Nest übernehmen. Aktivität 2, das ist das, was vielleicht ein bisschen länger aufhält, mit den Schwachpunkten der Gegner zerstören in Constitution Hall und dann einen Kopfgeldeinsatz in Constitution Hall. So, ja, und das war's für diese Woche, Leute. Lasst mir gerne Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.